Ja. So. So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Bis dato haben sich eigentlich die meisten Vorträge mit dem User oder den Funktionen selbst beschäftigt. Wir gehen jetzt zum eigentlichen Inhalt der ganzen Sache. Und dafür haben wir die Angelika Wuchowski bei uns. Die Angelika ist oder war Journalistin, ist Marketeer, Content-Profi. Also ich fühle mich ihr sehr verbunden als Marketeer. Ja, da fühle ich mich eher zu Hause als in den technischen Dingen. Und sie hat mir gerade vorher erzählt, am 6. Juni feiert sie 10-jähriges Jubiläum, weil vor 10 Jahren hat sie den ersten Blog im WordPress verfasst und ist damit auch WordPress sehr verhaftet. Sie ist nicht nur ein Content-Strategie-Profi, sie hat sogar einen Leitfaden dafür geschrieben, gründet auch dieses Jahr noch eine eigene Agentur dafür und sie ist auch der Meinung, dass jedes zweite Unternehmen im deutschsprachigen Raum eigentlich überhaupt keine Grundlagen für Content hat. Denen fehlt jederlei Strategie und darum wird sie uns jetzt kurz schildern, wie man das ändern kann und wie man zu der richtigen Content-Strategie kommt, weil für die meisten Dinge im Leben ist es einfach so, mit Strategie geht es einfach besser. Gut. Danke für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich werde denen jetzt gerecht in den nächsten 25 Minuten. Mit Strategie zum Content-Profi. Der Titel sagt es schon, Content spielt eine große Rolle und die Strategie spielt auch eine große Rolle. Von meiner Seite her, Kollegin hat es gerade gesagt, ich werde heuer noch mein Unternehmen gründen. Es wird keine Agentur, es wird eine Unternehmensberatung werden, wo es nur um Content-Strategie, Beratung, Content-Marketing-Management gehen wird, hauptsächlich. Und der Firmensitz wird in Klagenfurt sein. Warum? Weil die Klagenfurter Wirtschaftskammer möchte mich haben. Ganz einfach. Dann sage ich ja. Dann gehe ich nach Klagenfurt. Ich bin geborene Kärntnerin, sehr viele Jahre jetzt in der Steiermark gelebt und habe eigentlich nichts dagegen, wieder in die Wärme zu ziehen in den Süden. Aber wir werden auch bis Wien arbeiten. So, Schluss, Ende der Eigenwerbung. Welchen Ansatz vertrete ich? Ich vertrete einen sehr nutzerzentrierten Ansatz in der Beratung und ganz generell bei der Content-Ermittlung oder Content-Entwicklung. Und mein Motto ist das von Bill Gates. Content is King. Aber Content ist nur dann King, wenn wir wertvollen Content machen und Content machen, der dem Nutzer dient. Nicht der uns dient und uns gut gefällt, sondern der dem Nutzer dient. Das führt mich jetzt gleich zur ersten Frage. Was ist eigentlich Content? Und ich möchte das eigentlich gar nicht erklären, großartig jetzt, sondern ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Video an, das ich da mitgebracht habe dafür. Das ist das Unternehmensfilm von Daimler. Den findet ihr auch auf YouTube. So, haben wir einen Ton? Da sollte jetzt ein Ton laufen. Trups. Wo sind wir? Globaler Mobilitätsdienstleister. Ich fahr nochmal zurück. So. Als Carl Benz das Automobil erfand, sah er einen Weltmarkt für höchstens 5000 Fahrzeuge. Schon allein wegen des Mangels an geeigneten Chauffeuren. Heute sind mehr als 1 Milliarde Autos, Lastwagen und Busse unterwegs. 2030 könnten es schon 2 Milliarden sein. Was heißt das für uns? Wir sind schon heute ein globaler Mobilitätsdienstleister. Wir bauen weiterhin faszinierende Autos und trotzdem vermitteln wir dir ein Ticket für die Bahn. Wir wollen keinen Stillstand und gehen mit höchstem Anspruch voran. Wir wollen weniger. Und wir wollen mehr. Wir geben volle Kraft für Perfektion bis in die letzte Naht.
bis ins letzte Byte. Wir bewegen Großes. Und natürlich Kleines. Wir denken an ein eigenes Auto. Und wir denken an kein eigenes Auto. Wir teilen gern. Aber wir teilen längst nicht alles. Wir lieben diesen Sound. Und mögen es auch leise. Hey Mercedes. Was möchten Sie tun? Bring uns zum Flughafen. Die Route wird berechnet. Wir setzen uns neue Ziele. Wir denken weiter. Weit über das Auto hinaus. Wir sind für dich unterwegs. Wir könnten da jetzt eigentlich schon abstoppen, weil das Wesentliche, was den Content ausmacht, jetzt schon im Video gesagt wurde. Ist euch eines aufgefallen? Die Autos spielen eine Statistenrolle in diesem Video. Da kommen ganz andere Botschaften drüber und nicht die Automodelle und die Autotypen und die Motorisierung und vielleicht noch das Design, sondern da kommen vollkommen andere Botschaften und Informationen in diesem Imagefilm von Daimler-Benz drüber. Und dieses Video lässt schon vermuten, es scheint sich bei Content um einen Schatz zu handeln. Und wie jeder gute Schatz sind Schätze versteckt. Wir finden sie meistens nicht, wenn wir keinen Plan haben, keine Schatzkarte haben. Viele Unternehmen sitzen nämlich auf einem Schatz und denen fehlt die Map, die Schatzkarte, diesen Schatz zu heben. Und von der Content-Strategie-Seite her gesehen ist diese Schatzkarte die Content-Strategie. Lass mal noch einmal kurz bei Revue passieren, was in diesem Daimler-Benz-Video angesprochen wurde. Es handelt sich hier um Marken und Werte, um die Marke und um Werte, die hier vermittelt werden. Daimler-Benz spricht nicht über die Autotypen und präsentiert nicht die Autotypen vorrangig, sondern sie sagen im Video, sie sind Mobilitätsdienstleister oder sie haben Autos und sie vermitteln auch ein Bahnticket. Oder sie sagen weniger fossil, dafür mehr Elektro. Oder sie sagen auch, wir haben eigenes Auto, wir bieten das eigene Auto, aber auch kein eigenes Auto. Oder wir teilen gerne. Oder wir lieben auch unseren kraftvollen Sound und mögen es genauso gut auch leise und umweltfreundlich. Und wir haben Connected Car. Was bedeutet das? Diese Antworten und diese Informationen zeigen eigentlich, bieten eigentlich nur die Antworten für die unausgesprochenen Nutzerfragen. Fragt nämlich der Nutzer jetzt, der Kunde oder der potenzielle Kunde oder der Besucher von YouTube, der das Video anschaut, fragt er sich, kann man das Ding auch mieten? Dann gibt's die Antwort im Video, ja, wir sind Mobilitätsdienstleister. Fragt der Nutzer, kann ich mit der Bahn weiterreisen? Sagt Mercedes-Benz im Video, ja, sicher. Und wir kümmern uns sogar, dass du das Bahnticket auch noch kriegst von uns. Oder fragt der Nutzer, gibt's das Ding auch auf Elektrobasis? Ja, natürlich gibt's das auf Elektrobasis. Und habt ihr Carsharing? Natürlich, weil wir teilen ja gerne. Das bedeutet, das ist ein schönes Paradebeispiel für das, was guten Content ausmacht, nutzerzentrierten Content, weil die unausgesprochenen Nutzerfragen vorweggenommen werden und schon beantwortet werden in den Inhalten. Warum komme ich mit einem Video? Ganz einfach, eine Webseite zu besuchen, arbeitet auch mit über Bilder. Und wenn wir über Bilder arbeiten und das Bild der Webseite haben und uns durch die Webseite durchklicken, schafft sich jeder Nutzer oder jeder Website-Besucher ja auch einen kleinen Film, nur halt mit Standbildern. Also dieser Vergleich Video, wie hier der Content vermittelt wird mit der Website, Content-Vermittlung läuft eigentlich analog und sehr, sehr ähnlich. So, was ist aber Fakt? Seit 3 Jahren unverändert. Es wäre nämlich schön, wenn das alle Unternehmen verstanden hätten, wie es Daimler-Benz macht. Leider Gottes ist es so, dass seit 3 Jahren der Status quo im Content-Marketing ziemlich unverändert dasteht, nämlich jedem zweiten Unternehmen im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, fehlt eine Content-Strategie und ein Redaktionsplan.
Dazu gibt es auch noch eine weitere Zahl. Jede zweite Marketingabteilung arbeitet ohne Zielgruppe und Personas. Ich frage mich, was diese Marketeers dort machen. Dann das nächste ist, was unverändert auch da liegt seit 3 Jahren. Jeder zweite Kunde fühlt sich von Werbebotschaften der Unternehmen nicht persönlich angesprochen und auch nicht ernst genommen. Das heißt, die Unternehmen hören nicht zu. Sie fragen nicht, was der Nutzer sucht und was er will und was er braucht, sondern sie fokussieren sich ausschließlich anscheinend auf ihre Produkte und ihre Angebote. Der Nutzer bleibt also außen vor. Ich habe selbst in einem Unternehmen gearbeitet, wo der Kunde eigentlich ganz hinten angestanden ist. Der Kunde war eigentlich nur lästig, der stellt so dumme Fragen und der soll kaufen. Damit war die Sache erledigt. Und von Kundenzentrierung oder Nutzerzentrierung keine Rede. Dabei ist es heute so, dass der Nutzer immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Bis hin zum Webdesign, bis hin zur Usability, bis zur User Experience, wie der Nutzer praktisch über die Webseite drüber kommt, bis hin zu dem, was er dort findet und welche Informationen er von der Webseite präsentiert bekommt. Also schon präsentiert bekommt, ohne lang zu fragen. Der Weg in den meisten Unternehmen in Sachen Content-Marketing sieht so aus, das Unternehmensziel ist gleich Nutzer, ist gleich Kunde. Bitte ist das so zu sehen. Es sieht eigentlich so aus, dass man immer nur das Produkt und das Angebot in den Vordergrund stellt. Also viele Unternehmen fahren eigentlich in die Gegenrichtung und Produkte und Angebote in den Vordergrund zu stellen, das ist oldschool. Das ist definitiv aus dem letzten Jahrhundert. Das ist kein Marketing, das wir 2019 betreiben. Absolut nicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, alles schön und gut, trifft aber auf mich nicht zu, dann schaut euch einmal diese Symptome an, die darauf hindeuten, dass man auf einer Content-Halde sitzt, auf einer Müllhalde von Content und dass einem die Strategie fehlt. Nämlich, wenn ihr sehr viel Arbeit habt, sehr verdächtig viel Arbeit habt mit Marketingmaßnahmen, dann fehlt die Strategie. Wenn der Vertrieb was anderes behauptet, als was auf der Webseite steht, dann fehlt einfach die Strategie im Unternehmen. Wenn das Blog das große unbekannte Wesen beim Kunden ist, fehlt die Strategie. Wenn Aktionismus auf Social Media betrieben wird, Hauptsache wir hauen jeden Scheiß auf Facebook raus, dann fehlt die Strategie. Und wenn Agenturen falsch liefern und wenn ihr zum Beispiel euch angekreidet wird, naja, ihr habt praktisch den Auftrag falsch verstanden beim Kunden, dann fehlt nicht euch die Strategie, sondern dann fehlt dem Kunden die Strategie. Und wenn man immer neue Kampagnen macht, wenn die Webseite langweilig ist, wenn zu werbliche Angebote drauf sind, wenn der Traffic nur steigt, wenn ich ein Gewinnspiel mache, dann fehlt die Strategie. Wenn ihr 5 Sachen findet auf dieser Symptomeliste, dann könnt ihr euch fragen, wie viel Strategie habe ich eigentlich selber im Unternehmen. Beziehungsweise, wenn ihr Kunden habt, wo ihr das seht und wahrnehmt bei euren Kunden, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass dem Kunden die Strategie fehlt, die Content-Strategie fehlt. Was ist Content-Strategie? Ich habe dafür nur 3 Bilder. Ein gutes Fundament, ein gutes Gerüst und ein Endziel, wo ich hinarbeite mit dem Content. Also wenn ich einen Eiffelturm bauen will, dann brauche ich ein Fundament, das den Eiffelturm trägt und ich brauche auch ein entsprechendes Gerüst dazu. Und das Gerüst gibt dann meistens schon von der Form her das Endziel vor, also zeigt schon, wo es hingeht. Der Weg zur Strategie führt meistens über einen Wunsch. Im Idealfall führt der Wunsch dann in ein erstes Content-Audit. Das heißt, man schaut einmal, wie viel Content ist jetzt schon da in einem Unternehmen. Wie viel haben wir nutzerzentrierte Informationen schon vorliegen und schon produziert? Und dann würde der Weg weitergehen in die 3 Audits, nämlich Kontext, Distribution und Management. Und damit bin ich jetzt schon bei dem von der Kollegin angesprochenen Leitfaden, den ich entwickelt habe zur Content-Strategieentwicklung. Das wäre einmal so der grobe Weg. Beim Kontext-Audit unterhalten wir uns über die Stoßrichtung des Unternehmens ganz generell. Beim Distributions-Audit screenen wir die Zielgruppe,
und wo wir diese Inhalte hintun, auf welche Medien und auf welche Kanäle wir sie tun. Und beim Management-Audit, da geht es nur noch um Effizienz und Optimierung. Und eine Strategie baut immer auf Ressourcen auf, nie auf Wünschen. Immer auf dem, was da ist und nach dem Prinzip des leistbaren Verlustes. Das bedeutet, wir werden Fehler machen. Das ist ganz normal bei der Strategieentwicklung oder beim Content Management, dann beim Content Marketing später. Aber wir müssen die Fehler so minimieren, dass wir sagen können, okay, wir können leben damit, auch wenn wir jetzt da ein bisschen was in den Sand gesetzt haben. Wir wissen nur, so geht's nicht, wir müssen es umändern. Anders dargestellt, das ist die Basis, Zielsetzung, Zielgruppe, Customer Journey. Das ist ganz stark, also nutzerorientiert. Und dann kommen diese drei Audits und deren Schnittmenge zeigt dann die Content-Strategie oder ist in der Strategie, Content-Strategie abgebildet. Kommen wir zur Basis und zum Fundament. Das Fundament der Content-Strategie ist definitiv eine Frage der Zielgruppe und der Personas. Wer von euch kennt oder beziehungsweise war schon konfrontiert mit Personas, Buyer-Personas, User-Personas? Okay, haben eure Kunden, wenn ihr im Marketing tätig seid, haben sie euch Personas geliefert? Schon? Recht und schlecht? Ja, da sehe ich jetzt Wickelwackel. Genau das bildet das Bild ab, wie es da draußen in der Praxis tatsächlich ausschaut. Wir wissen, um was es geht. Der Kunde weiß es nicht, dass es sein Job ist, Personas zu liefern. Dann haben wir den Bereich Zielsetzung und Positionierung, Positionierung auch des Unternehmens und dann die Customer Journey. Das ist die Basis. Diese drei Punkte sind wirklich die Basis. Super. Diese drei Punkte sind die Basis und das Fundament der Content-Strategie. Das Gerüst sind die drei Audits. Da unterhalten wir uns eben über diese Bereiche, die hier wahllos als Wolke herumgeschrieben sind. Also wir müssen schauen, die Abteilungsgrenzen anschauen, die Ziele des Unternehmens anschauen, die Social-Media-Kanäle, die schon bedient werden. Wir müssen uns anschauen, richten wir eine Stabstelle Content ein? Wer macht die Redaktion? Gibt es ein Redaktionsteam? Wir brauchen die fürs Monitoring, die KPIs etc. pp. Also das sind eigentlich ganz klassische interne Angelegenheiten und das hat nichts mit Marketing zu tun, das hat was mit Unternehmensstruktur und Unternehmensorganisation zu tun. So, Ziele einer Content-Strategie können sein, Vertrauen in die Marke heben, Reputation heben, nutzerzentrierte Zielgruppenansprache endlich anzuleiern und passgenaue Angebote und Produkte zu entwickeln. Weitere Ziele der Content-Strategie können sein, WOM auszulösen, also Word-of-Mouth-Communication, also Influencer und Markenbotschafter zu erreichen, Empfehler zu erreichen, Kosten zu sparen und Ressourcen effizient einzusetzen, besser verkaufen, loyale Kundenbeziehungen aufzubauen und ein ganz wichtiger Bereich, Kommunikationssystem aufzubauen, das sich um einen Owned-Media-Content-Hub dreht. Google Plus hat abgedreht. Was machen die Firmen, die 150.000 Follower auf Google Plus hatten? Die sind in Ohnmacht gefallen. Ich kenne solche Unternehmen. Wir dürfen uns nicht mit unserem Content und mit unserer Content-Produktion nicht abhängig machen von diesen ganzen Social-Media-Plattformen. Die wichtigen Sachen haben wir und Media. So, drei Schätze kriegen Sie oder kriegt ihr durch Content-Strategie. Ihr verbessert euren Ressourceneinsatz im Unternehmen. Ihr spart wirklich bares Geld. Das ist so wie geht's einkaufen ohne Einkaufsliste, dann nehmt ihr garantiert Sachen mit nach Hause, die ihr nicht braucht. Wenn ihr jetzt Content-Marketing macht ohne Content-Strategie, ist es wie einkaufen gehen ohne Einkaufsliste. Da blast ihr Geld raus ohne Ende. Und das nächste, der dritte große Schatz, der gehoben wird, ist, wir erreichen endlich den Kunden 4.0 und machen ihn zu einem loyalen Kunden, weil wir nutzerzentrierte Inhalte und Informationen nach außen geben. So, wie machen wir es jetzt mit dem Umsetzen? Beim Umsetzen der Content-Strategie und beim Starten der Content-Strategie haben wir an der Basis zu arbeiten. Es hilft nichts, wenn jemand sagt, ja, ich weiß eh meine Zielgruppe, über meine Zielgruppe Bescheid. Nein, in 99,9% der Fälle ist das eben nicht der Fall. Das zahlt sich also aus, diese drei Bereiche noch einmal anzugehen, nämlich wohin soll der Weg führen, wen nimmst du mit auf die Reise und wie reisen deine Kunden? Das sind die großen Themen, die großen Eckpfeiler für die Basis, um darauf dann die Content-Strategie aufzubauen.
Schauen wir uns den Bereich, wohin soll der Weg führen, an. Da geht es um das Unternehmen zu positionieren, den Markenkern zu entwickeln oder noch einmal zu überarbeiten und deutlich sichtbar zu machen und die Unternehmensziele zu definieren. Unternehmensziele sind keine Marketingziele. Marketingziele bilden aber Unternehmensziele ab. Also darin muss schon unterschieden werden. Wenn Unternehmensziele sind zum Beispiel, welches persönliche Ziel will die Geschäftsführung oder der Unternehmensinhaber damit verfolgen mit der Unternehmenstätigkeit, welche beruflichen Ziele und was tue ich für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft. Der Kunde 4.0 fragt zunehmend nach dem gesellschaftlichen Nutzen des Unternehmens. Die Unternehmen, die das nicht mehr begründen können, werden in Zukunft die License to Operate verlieren. Das heißt, sie werden gemieden. Sie werden keine Kunden mehr finden. Dann die zweite Frage, der zweite große Bereich ist, wen nimmst du mit auf die Reise? Wer ist deine Zielgruppe? Welche Personas hast du und welche Ziele verfolge ich mit der Persona? Und wie reisen deine Kunden? Das heißt, die Reise des Kunden selber durch das Unternehmen bis zum Kauf und über den After-Sales-Bereich hinauf. Da hat sich nur das O mit dem U verschwindelt, sehe ich gerade. Also Customer Journey. Und dann die Touchpoints. Die müssen auch entwickelt werden und herausgefiltert werden, um zu sehen, wo dockt denn der Kunde erstmals an oder Interessent erstmals an am Unternehmen und an den Produkten und Angeboten des Unternehmens. Sinn und Zweck der Content-Strategie ist immer, das Unternehmen erscheint am Ende des Tages wie aus einem Guss. Und es sagt zum Nutzer, welcome to the system. Welcome to the system, willkommen in der Welt von Google. Willkommen in der Welt von Red Bull. Willkommen in der Welt von Daimler. Und willkommen in der Welt von, jetzt könnt ihr eure Firma einsetzen und dann mal schauen, passt das? Sprechen wir wirklich ein Welcome to the system in meiner Firma aus? Oder wo knabbert's? Wo hakt's? Wo müssen wir jetzt noch nachsetzen? So, jetzt bin ich schneller fertig, als du aufgezeigt hast. Ich danke für eure, ja, ihr seid ganz leise. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ganz. Wie ich das jetzt für mich interpretieren soll. Entweder komplett geschockt, denn die läuft jetzt hinaus und sagt, um Gottes Willen. Oder, ja, ich weiß nicht, das wird sich jetzt wahrscheinlich in der Diskussion noch klären. Morgen geht's weiter im Workshop, da werden wir uns diesen drei Ebenen, also wen nimmst du mit, wohin geht die Reise und wie reist dein Kunde. Diese Bereiche sind dann die Basis zum Starten der Content-Strategie morgen im Workshop. Und da kommt dann noch ein bisschen so eine Stakeholder-Analyse rein und da können wir dann gleich ins Eingemachte gehen, so dass ihr was mitnehmen könnt, um euer Unternehmen richtig auf den Kopf zu stellen. Das kann ich euch versprechen, dass das passiert. Okay, danke schön. Ja, die Angelika war jetzt wirklich sehr schnell. Aber wir haben vorher nämlich auch ganz kurz gesprochen. Wir als Marketeers kennen das. Wir haben oft eine Sicht auf die Dinge. Dann Entwickler haben eine andere Sicht auf die Dinge. Man kann nicht immer alles so abbilden, wie wir Marketeers das wollen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nach dem Beitrag vielleicht die eine oder andere Frage auch von euch kommt, wie man das umsetzen kann oder wie man das einbinden kann. Gibt's Fragen aus dem Publikum? Nö, aber ich habe eine Frage, Angelika. Ja. Und zwar, du bist ja im Prinzip ein WordPress-Profi, wenn man es jetzt von der Inhaltsseite angeht, als Bloggerin. Ja, also technisch, da rufe ich dann um Hilfe. Genau. Was würdest du deinen Kunden jetzt empfehlen, wenn du sagst, wir entwickeln jetzt gemeinsam eine Strategie? Wie setze ich diese Strategie jetzt vom Papier dann wirklich um, dass ich einen Online-Auftritt habe, einen gescheiten? Ja, also viele Unternehmen spielen ja mittlerweile zum Beispiel mit einem Blog, mit einem Firmenblog, weil sie irgendwie den Traffic heben wollen auf die Webseite. Wie setze ich das um? Ich muss immer davon ausgehen, ich habe Nutzer und der Kunde ist zuerst ein Nutzer, bevor er zum Kunden wird. Und da muss ich einfach schauen, was sucht er zu meinem Thema? So wie es im vorherigen Beitrag vor Mittagessen war, über die Suchmaschinenoptimierung, über SEO. Wir suchen
zuerst einmal nach den Themen, die mit dem Angebot und mit dem Thema der Firma praktisch verbunden sind. Und auf das heraus geben dann praktisch die Nutzer und die Zielgruppen die Inhalte vor und darauf entscheidet sich's dann, macht man Blog, passt das, können wir auch von den Ressourcen im Unternehmen ein Blog wirklich bedienen, weil es heißt ja nicht, dass ich jetzt eins einrichte und dann nachher habe ich, tut sich zwei Monate nichts, sondern da muss ich wirklich kontinuierlich dranbleiben. Und oder spiele ich es auf der Webseite mit bestimmten Unterseiten in der Architektur der Webseite oder wie nütze ich jetzt bestimmte Social-Media-Kanäle dazu. Aber es geht immer davon auszugehen, wo ist der Nutzer unterwegs, was sucht der Nutzer und welche Medien nimmt der Nutzer für dieses Thema in Anspruch. Und du hast doch immer geschafft, alles mit WordPress umzusetzen. Immer mit WordPress umgesetzt, ja. Absolut immer mit WordPress umgesetzt. Das wollten wir hier hören, nämlich. Ja. Ja, ich liebe einen Gutenberg mittlerweile, als ehemalige Journalistin. Das ist so schön, da kann man so Blöcke Gutenberg setzen. Ist ein guter Name zumindest. Ist wunderbar, wunderbar. Vielleicht sollte man noch sagen, eine Content-Strategie ist nichts Kurzfristiges und es ist auch kein Projekt. Es ist ein Prozess. Und wenn ich mich auf den Prozess einlasse, dann geht das immer weiter. Weil ich muss kontinuierlich guten Content produzieren. Ich wachse ja mit den Nutzererwartungen meiner Kunden. Und deswegen ist eine Strategie immer, hat drei Merkmale, Langfristigkeit und Wiederholbarkeit der Prozesse und, jetzt stehe ich auf der Leitung, jetzt muss man auf die Seite gehen, jetzt habe ich es vergessen. Es kommt wieder. Das fällt mir sicher noch einmal ein, ja. Also eine Strategie baut immer auf einen Prozess auf. Wunderbar. Bitte. Ja. 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 Ja, 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 ja. Fährst du einen Daimler? Hast du Interesse am Daimler? Am Benz? Ja, und das ist genau das. Das ist genau, ich weiß, dass Daimler-Benz mit Content-Strategie arbeitet. Und das ist eben genau das. Man schaut, was würde der Nutzer oder was würde der Interessent suchen? Und da dockt man an. Also man kann nicht Everybody's Darling spielen mit Content-Produktion. Man kann es nicht für alle gleich gut machen. Man geht wirklich ganz spitz auf die Person und auf die Zielgruppe hin und fragt sich, was sucht der? Der sich für Benz, für Daimler, für dieses Auto, für diesen Urlaub beispielsweise, für diese Form des Urlaubs interessiert, was sucht der? Und jeder Kauf beginnt mit einer Google-Suche. Das heißt, ich muss schauen, dass ich meine Inhalte nutzerzentriert produziere und diese unausgesprochenen Fragen, die der Nutzer hat, die ich ja dann durch die Suchvorschläge bei einer Google-Suche präsentiert bekomme, zum Keyword, dass ich diese Fragen beantworte. Ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ob man jetzt einen Teaser macht, um Interesse und Aufmerksamkeit zu wecken oder wirklich ein Image-Video für ein Unternehmen. Ja. Weil das richtet sich tatsächlich wirklich auf genau die Zielgruppe, die per se Interesse an dem Produkt oder an der Marke hat, glaube ich. Ja, genau. Genau. Und da sind eben diese verschiedenen Fragen und die verschiedenen Spielformen und Absichten und Ziele, die man dann mit den verschiedenen Content-Formaten versucht zu erreichen, die geben dann praktisch das Content-Design vor. Die sagen, okay, das ist ein YouTube-Video, das ist ein Thema für einen Facebook-Post, das geht auf LinkedIn im B2B-Bereich und deswegen kann man nicht einen Content einmal erstellen und damit Copy-Paste überall reinhauen. Das funktioniert nicht.
Und genauso teilt sich dann auch bei der Webseite auf, zwischen Startseite, wo mache ich eine eigene Landingpage. Das sind immer ganz unterschiedlich. Und so wie du sagst, Strategie, genau das muss man sich ganz genau überlegen im Vorfeld, was ich wo mache. Ne? Ja, Individualität ist das dritte gewesen. Jetzt ist mir eingefallen. Ich habe gewusst, irgendwann kommt. Gott sei Dank hast du jetzt gefragt. Es ist das Individuelle. Du kannst keine, es gibt keine Content-Strategie-Modelle. Die gibt's nicht. Ihr werdet das auch nicht in der Literatur finden. Sondern es gibt nur ganz individuell auf das Unternehmen, auf die Nutzer dieses Angebotes, dieser Unternehmen abgestimmte Strategien. Das heißt, im Grunde genommen kommt kein Unternehmen darum herum, sich einmal strategische Überlegungen zu machen, wie streue ich diese wertvollen, gehaltvollen Informationen. Weil das heißt nämlich Content. Wir Marketer haben es immer übersetzt mit, das ist Inhalt, super. Inhalt ist alles und nichts. Aber gehaltvolle, wertvolle Informationen, das ist nämlich die wirklich richtige Übersetzung von Content aus dem Englischen, bedeutet, das muss ja für jemanden gehaltvoll und wertvoll sein. Und damit ist der Nutzer schon wieder da. Und für den mache ich diese Informationen, bereite sie dann auf. Gut, was wir für euch als Nutzer noch haben, da oben sehe ich eine Frage. Ja, auf jeden Fall. Das, aber es gibt nur diesen Leitfaden. Zum Beispiel so. Im Kontextaudit habe ich bestimmte Bereiche. Distributionsaudit habe ich auch einen bestimmten Bereich, den ich abdecke bei der Strategieentwicklung. Und diese Bereiche Zielsetzung des Unternehmens, Positionierung des Unternehmens, Zielgruppe und Customer Journey, das ist ja überall gleich. Aber man kann nicht sagen, zum Beispiel diese Wissensstrategie kann ich jetzt über alle Handwerks- und produzierende Gewerbebetriebe drüberlegen. Das geht nicht. Weil jeder eine andere Zielgruppe hat. Die Herangehensweise ist, genau, die Herangehensweise ist immer ähnlich oder gleich. Ja? Aber der Output, so dass man sagen kann, das ist jetzt eine fertig ausgearbeitete Strategie und die gilt jetzt für alle in der Branche, das geht nicht. Ja. Okay. Das ist aber mal was anderes. Ja, ja. Farbtheorie und das hat was mit der Gestaltung von Content zu tun. Aber das hat das kann man vielleicht auch so sehen, dass das auch Content ist im weiteren Sinn. Aber wenn wir Content als Information für den Nutzer verstehen, dann ist es dann auch selbst bei der Farbtheorie ist es individuell abgestimmt. Wenn ich jetzt Personas zum Beispiel entwickle anhand des Limbic Types von Nymphenburg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht über das Sinusmilieu kennt, bei der Zielgruppenanalyse, dann ist es ganz klar, du wirst keinen Performer ansprechen können mit einem knalligen Gelb, das interessiert ihn nicht, da ist er weg. Aber trotzdem, es geht, das ist nicht, das ist das Tool, das Werkzeug, um den Content zu vermitteln. Aber eine Farbtheorie oder Gestaltgesetze, das ist das Tool drüber. Das ist kein Content in dem Sinn. Ich glaube, das eine ist einfach der Inhalt selber, für den die Strategie ist, und das andere ist die Darstellungsform des Inhalts. Ich glaube, so kann man es ganz gut unterscheiden. Genau. Ja. Sonst noch Fragen oder Diskussionsansätze? Gut. Wir sind so ein bisschen früher dran als geplant, aber was wir für euch als Nutzer haben, ist, wir gehen jetzt in die nächste Kaffeepause. Der Kaffee ist vielleicht jetzt noch nicht fertig, weil wir früher da sind, aber er kommt sicherlich in Kürze und vielleicht auch die Zeit ein bisschen nutzen zum Netzwerken. Wir sehen uns da wieder um 15.50 Uhr. Da geht es um die Ladezeitoptimierung. Okay. So. Machen wir das da weg.
So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Bis dato haben sich eigentlich die meisten Vorträge mit dem User oder den Funktionen selbst beschäftigt. Wir gehen jetzt zum eigentlichen Inhalt der ganzen Sache. Und dafür haben wir die Angelika Wuchowski bei uns. Die Angelika ist oder war Journalistin, ist Marketeer, Content-Profi. Also ich fühle mich ihr sehr verbunden als Marketeer. Ja, da fühle ich mich eher zu Hause als in den technischen Dingen. Und sie hat mir gerade vorher erzählt, am 6. Juni feiert sie 10-jähriges Jubiläum. Weil vor 10 Jahren hat sie den ersten Blog im WordPress verfasst und ist damit auch WordPress sehr verhaftet. Sie ist nicht nur ein Content-Strategie-Profi, sie hat sogar einen Leitfaden dafür geschrieben, gründet auch dieses Jahr noch eine eigene Agentur dafür. Und sie ist auch der Meinung, dass jedes zweite Unternehmen im deutschsprachigen Raum eigentlich überhaupt keine Grundlagen für Content hat. Denen fehlt jederlei Strategie und darum wird sie uns jetzt kurz schildern, wie man das ändern kann und wie man zu der richtigen Content-Strategie kommt, weil für die meisten Dinge im Leben ist es einfach so, mit Strategie geht es einfach besser. Gut. Danke für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich werde denen jetzt gerecht in den nächsten 25 Minuten. Mit Strategie zum Content-Profi. Der Titel sagt es schon, Content spielt eine große Rolle und die Strategie spielt auch eine große Rolle. Von meiner Seite her, Kollegin hat es gerade gesagt, ich werde heuer noch mein Unternehmen gründen. Es wird keine Agentur, es wird eine Unternehmensberatung werden, wo es nur um Content-Strategie, Beratung, Content-Marketing-Management gehen wird, hauptsächlich. Und der Firmensitz wird in Klagenfurt sein. Warum? Weil die Klagenfurter Wirtschaftskammer möchte mich haben. Ganz einfach. Dann sage ich ja. Dann gehe ich nach Klagenfurt. Ich bin geborene Kärntnerin, sehr viele Jahre jetzt in der Steiermark gelebt und habe eigentlich nichts dagegen, wieder in die Wärme zu ziehen in den Süden. Aber wir werden auch bis Wien arbeiten. So, Schluss, Ende der Eigenwerbung. Welchen Ansatz vertrete ich? Ich vertrete einen sehr nutzerzentrierten Ansatz in der Beratung und ganz generell bei der Content-Ermittlung oder Content-Entwicklung. Und mein Motto ist das von Bill Gates. Content is King. Aber Content ist nur dann King, wenn wir wertvollen Content machen und Content machen, der dem Nutzer dient. Nicht der uns dient und uns gut gefällt, sondern der dem Nutzer dient. Das führt mich jetzt gleich zur ersten Frage. Was ist eigentlich Content? Und ich möchte es eigentlich gar nicht erklären, großartig jetzt, sondern ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Video an, das ich da mitgebracht habe dafür. Das ist das Unternehmensfilm von Daimler. Den findet ihr auch.